Hallo zusammen und schon sind wir bei Video Nummer 3 angelangt. Ich wünsche euch ganz viel Spass. So, legen wir los. Machen wir zuerst einen grossen Bauch. Du fängst oben an. Du fängst gegen runter, genau. Jetzt machst du einen Kreis. Kreis, Kreis, Kreis. Grosser Kreis. Genau. Und jetzt gehst du weiter. Hinteren, 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 hinteren. Und jetzt ein bisschen gegen runter. Stopp. Und jetzt kannst du langsam wieder eine Schlaufe machen und gleich hochgehen. Super. Jetzt fangst du hier an und machst auch einen Strich gegen vorne. Stopp. Und dann machst du eine Kurve. Runter. Stopp. Super. Und jetzt setzt du dort in der Mitte an. Ein Strich gegen hinten. Genau. Jetzt kannst du ja hier noch so, dass er lacht. Also einen Strich machen. Genau. Super. Jetzt machen wir oben ein Pünktchen. Fürs Auge. Und dann machen wir eine Flosse. Dann fangen wir etwa hier in der Mitte vom Bauch an. Und machst du mal durch den Stift dort anlegen. Machst einen Strich gegen oben. Stopp. Und dann machst du auch so eine ganz kleine Kurve und dann wieder gegen ufe. Super, schön breite Flosse. Und dann setzt du nachher ein bisschen weiter hinten an. Machst auch wieder, gehst gegen runter. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Stopp. Und wieder gegen ufe. Und ein Delfin hat dann noch eine Rückenflosse. Also machen wir oben noch nochmal ein Dreieck. Du fängst auch etwa in der Mitte an oben und Strich gegen oben und stopp. Machen wir auch wieder ein kleines Kreischen und gegen oben. Stopp. Sehr gut. Und jetzt hat er noch Schwanzflossen. Jetzt setzen wir hinten an. Du gehst einmal gegen vorne. Noch ein bisschen vorne. Gehst noch ein bisschen. Stopp. Und dann wieder zurück in die Mitte. Ja, und jetzt nochmal. Sehr gut. Fertig ist unser Delfin. So, und schon sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns doch einfach das nächste Mal wieder. Tschüss.